Allah ist der Schützer derjenigen, die glauben, und er bringt sie hinaus von den Finsternissen in das Licht. Und hier ist ein wichtiger Punkt, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jal im Koran immer, wenn er über Dunkelheit und Finsternis redet, immer im Plural redet. Zulumat, nicht Zulma. Zulumat. Und wenn es um das Licht geht, immer im Singular. Das Licht. Warum? Weil es viele Wege zur Dunkelheit gibt. Es gibt viele Arten der Dunkelheit, viele Arten der Irre. Aber es gibt nur einen Weg zum Licht. Es gibt nur eine Wahrheit, und das ist, dass eben Allah Azza wa Jal der Herr ist, der angebetet werden muss. Und diejenigen, die ungläubig sind, deren Gefolgsleute sind die Götzen, also At-Tahut. Sie nehmen sie vom Lichte hinaus in die Dunkelheiten. Sie nehmen sie vom Licht, also von der Wahrheit hinaus, hin zu den Dunkelheiten. Diese sind die Bewohner des Feuers und sie werden dort verweilen. Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah sagt hier weiterhin, so ist der gesamte Glaube Licht und er endet im Licht. Seine Stätte ist das leuchtende und erleuchtete Herz. Die Stätte des Glaubens, wo dieser Glaube verweilt, wo er verankert ist, ist das erleuchtete Herz. Und mit den Leuten dieses Glaubens verbinden sich die erleuchteten, leuchtenden und strahlenden Seelen. Der gesamte Unglaube hingegen, sowie der Götzendienst, ist Dunkelheit. Ebenso sein Ende geht zur Dunkelheit. Seine Stätte sind die dunklen Herzen und mit den Leuten des Unglaubens verbinden sich die dunklen Seelen. Das heißt, ein Muslim muss immer nach diesem Licht suchen, immer alles daran setzen, auf diesem Weg des Lichtes zu bleiben. Und er muss wissen, dass es viele Dunkelheiten gibt. Es gibt viel Unheil, viele Irrlehren. Aber es gibt nur eine einzige richtige Lehre. Und das ist die authentische Lehre im Koran und in der Sunna nach dem Verständnis der Gefährten.